Ja, wie man gerade unschwer erkennen kann, ich bin mit dem Hund raus. Es ist morgens ca. 9 Uhr. Wir hoffen mal, dass es noch trockener wird, denn wir wollen ja zu den Exernstein heute mit der Harley und uns das Ganze mal vor Ort anschauen. Ja, dann geht das mal los zu den Exernsteinen. Ja, die Exernsteine. Auch für mich einer der schönsten Spots in OWL, wo ich gerne mit dem Motorrad hinfahre, beziehungsweise auch mit den Kids, mit dem Hund. Ja, mich beeindruckt es auf jeden Fall jedes Mal. Ja, was ich halt ziemlich interessant finde an den Exernstein, da gibt es ja diese These, dass das auch ein bisschen was, oder vielleicht ein bisschen, dass das was mit der nordischen Mythologie zu tun hat. Das ist zwar nicht bewiesen bis dato, aber finde ich sehr interessant. Könnte ich mir persönlich auch sehr gut vorstellen. Ich werde auch definitiv gleich mal das Ganze dann auch direkt vor Ort filmen, dass man noch einen besseren Eindruck von den Exernsteinen gewinnt. Ich weiß nur nicht ganz genau, ob man aktuell die Exernsteine auch besteigt, dann sag ich mal. Durch Corona gibt es ja mal aktuell die ganzen Bestimmungen mit Mindestabstand und so weiter. Ich bin mir ziemlich sicher, dass man das da nicht halten kann, weil die Stufen sind, soweit ich das noch Erinnerung habe, ja, ziemlich eng. Ich hoffe nur nicht, dass es gleich regnet. Wegen mir ist eigentlich eher egal, aber wie ich das gerade angeschlossen habe und dann dazu mit dem Olanzi Case, ist dann die GoPro, so bin ich verwasserdicht. Aber mal sehen. Ja, und ich finde es hier wirklich so unglaublich schön. Hier muss man sich einmal kurz ein Ticket ziehen. Aber ja, das kostet jetzt nicht die Welt. Hier sieht man auch schon ein paar andere Motorradfahrer. Ja, dann schauen wir uns das doch mal an. Puh, geht noch.
definitiv immer mal so ein Zwischenstopp wert auf jeden Fall. Auch mal länger. Ich war jetzt knapp 2,5 Stunden da, noch ein bisschen spazieren gewesen. Also wie gesagt, nur zu empfehlen. Ja, ich hoffe, das passt soweit mit diesen Biker-Treffs in OWL, beziehungsweise so gewisse Spots in OWL. Ich würde das gerne so weitermachen. Aber bis jetzt ist die Resonanz ja eigentlich ziemlich gut, von daher denke ich, dass das auch